Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminki für dich und zwar habe ich mir ganz, ganz viele Produkte von Judith Williams bestellt, die sich hier in meinem Tablettchen befinden. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, wie sich das so in meinem Gesicht verhält, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Simmy läuft hier gerade so ein bisschen durch die Gegend, schnüffelt rum, also wenn ihr es tapern hört oder vielleicht auch mal ein kleines Fiepen, weil so macht er auf sich aufmerksam. Es ist Simmy. Okay, Judith Williams ist ja bekannt, für mich ist sie auf jeden Fall bekannt, aus der Höhle der Löwen. Sie hat ja auch ganz viel Home-Shopping und hast du nicht gesehen gemacht, da habe ich nicht so die Anbindung zu, das kenne ich so nicht. Aber sie hat jetzt auch viele neue Make-up-Produkte auf den Markt gebracht. Ich hatte schon mal ihre Foundation vor, ich glaube einem Jahr ausprobiert, die mir auch gut gefallen hat, die ich aber nachher an meine Stiefschwiegermama in Spe weitergegeben habe, weil sie ihr einfach besser gepasst hat, als sie mir gepasst hat. Ich habe jetzt aber auch eine neue Foundation, aber auch ganz, ganz viele andere neue Produkte, sodass ich wirklich ein Full Face zusammenbekomme und ja, bin gespannt. Ich hatte ein bisschen schon was da, aber ja, den Rest habe ich mir einfach dann dazu geholt und ich möchte starten mit der mit dem Perfecting Primer, Hautverfeinerung, Matteffekt und Feuchtigkeit. Ich finde das immer ganz interessant, wenn da drauf steht, sowohl matt als auch Feuchtigkeit, ne? Für mich widerspricht sich das normalerweise, aber okay. Also wir haben hier eine ganz normale Tube, wo du hier auch so das Produkt rausbekommst. Da gebe ich mir ein bisschen was auf meine Finger. Okay, das sieht sehr milchig-gelig aus. Und dann gebe ich mir das einfach mit den Fingern auf mein Gesicht. Hat keinen wirklich wahrnehmbaren Duft. Zieht ganz gut ein, deswegen nehme ich mir auch noch ein bisschen was nach. Ja, Feuchtigkeit spendend, ja, es hat so einen leichten Feuchtigkeitseffekt. Das fühlt sich ganz gut auf der Haut an. Die Haut fühlt sich sehr, sehr samtig an. Es fühlt sich aber tatsächlich auch so an, dass ich Angst haben müsste, dass es krümelt. Ne? Deswegen, aber der wird auf jeden Fall noch weiter getestet. Ja, aber mattierend, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht unterschreiben. Man sieht hier auch ein bisschen Glow von der Haut. Ne? Als nächstes habe ich hier ein neues Produkt, was ich interessant finde. SOS Covering Stick mit Zink. Das heißt, es ist nicht nur stark deckend, sondern es soll auch Anti-Spot, antibakteriell sein. Also das ist auch quasi wirklich gegen die Pickel, wie auch immer, dann hilft. Also die dann auch pflegend verschwinden lässt. Wir haben hier so einen Rausdreh-Stick. Und dann nehme ich mir jetzt mal meine Rötung vor. Es sind einige. Ich habe witzigerweise hier einen Mückenstich im Auge. Ganz fies. So, ich habe das jetzt erstmal so weit im Gesicht verteilt. Die Packung jetzt erstmal wieder zu. Und jetzt habe ich hier einen Pinsel. Den habe ich schon vor, ich weiß nicht, einem Jahr auch gekauft. Das ist dieser hier. Der hat zwei Seiten. Das ist einmal hier zum Foundation verteilen und das ist einmal hier für Concealer oder eben genau für diese Zwecke jetzt, dass man die Color Correcting Geschichten damit verteilt. Die Deckkraft ist wirklich leicht. Also da habe ich jetzt nicht irgendwie, dass hier zum Beispiel mein roter Punkt ordentlich abgedeckt wäre oder hier oben der Pickel. Ich weiß nicht. Ich finde jetzt nicht, dass der Ultra 4 gebracht hätte. Ich werde den trotzdem weiter verwenden, weil so eine leichte Deckkraft, wenn du halt zum Beispiel gar kein Make-up mehr nachher aufträgst, ist gegeben. Also eine ganz, ganz leichte Abdeckung. Ich weiß noch nicht, wie das dann mit der Haltbarkeit aussieht. Na, da ist schwierig. Okay, als nächstes verwende ich eine Foundation. Und da habe ich hier die Das Easy and Fast Make-up Hautton anpassend, ebenmäßiger Teint und Feuchtigkeit. Ja, gerade Feuchtigkeit ist bei mir immer ziemlich wichtig, denn ich habe eine trockene Haut. Und ja, schütteln wir die Tube. Und es ist halt genauso, also sieht auch im Prinzip genauso aus wie der Primer. Muss man aufpassen, wenn das nebeneinander steht, dass man die nicht verwechselt. Und ich habe zum einen ja diesen Pinsel, mit dem ich das verteilen werde. Und zum anderen habe ich den Make-up Sponge Makellose Applikation, Präzision und Müheloses Verblenden. Das ist dieses Schwämmchen. Trocken schaut er so aus. Da ist hier auch eingestanzt Judith Williams und zwei Schrägen, was ich schön finde. Der sieht ganz gut verarbeitet aus und mir gefällt tatsächlich sogar die Farbe. Das, was ich nicht so gerne mag, ist, dass das hier sich so ein bisschen verfärbt hat. Das ist ja Öl, ne? Angefeuchtet wächst es doch zu einer ziemlich großen Geschichte heran, das muss ich wirklich sagen. Aber diese Verfärbung, die muss ich erstmal rauswaschen, muss ich sagen. Ja, ich werde aber eben mit diesen abgeschrägten Seiten vor allem arbeiten. Und ja, ne, das Schwämmchen fühlt sich super angenehm und weich an. Also finde ich cool. Ich habe die ganzen Produkte übrigens bei DM gekauft, online. Ich weiß nicht, ob das interessiert. Genau, ich nehme jetzt ein bisschen was von der Foundation. Die kann man hier so halt
direkt auftragen, weil es halt durch diese Tubenform vorgegeben wird. Das finde ich ganz nett. Nehme den Pinsel und verteile die ganze Geschichte. Und sehe halt im ersten Auftrag, dass es halt richtig gelb aussieht. Also Unterschied zwischen Gesicht und Hals ist definitiv gegeben. Das heißt, ich gebe mir auch noch ein bisschen was auf den Hals. Auch hier haben wir relativ wenig Duft drin. Also das ist sehr angenehm, dass da so wenig Parfümstoffe mit bei sind, muss ich gestehen. Das muss man nicht unbedingt auf der Haut haben. So, jetzt habe ich das grob mit dem Pinsel verteilt und jetzt arbeite ich das hier mit dem Schwämmchen ein. So sieht jetzt das Ergebnis der Foundation aus. Ich finde, dass sie eine ultra leichte Deckkraft hat und einfach nur so minimal ein bisschen was angleicht und ein bisschen Farbe ins Gesicht bringt. Das macht die ganze Geschichte aber relativ unruhig, muss ich gestehen, weil ich finde, dass mein Gesicht super fleckig aussieht. Es fühlt sich angenehm auf der Haut an. Also man sieht auch nicht wirklich, dass ich Foundation trage, wenn man das so von nahm. Ich guck mal. Also sie setzt sich halt nirgendwo ab oder sowas. Ne? Das finde ich halt sehr, sehr charmant. Das ist halt wie eine getönte Tagescreme fast schon. Aber man sieht halt echt noch alles durch, hat aber gleichzeitig diese merkwürdige Färbung der Haut, wenn ich das mal so sagen darf. Also gefällt mir das jetzt vom Finish nicht so ultra gut. Als Concealer habe ich einen, den ich schon länger bei mir habe. Und zwar ist das der Rich Concealer mit Deckkraft, Aufhellung und Pflege. Sieht auch schon etwas mitgenommen aus, ne? Der ist mit Vitamin E und der hat so einen etwas festeren Schwammapplikator, der so ausschaut. Und auch hier ist die Deckkraft recht leicht. Und hier hast du auch wieder nur eine Farbe. Der Concealer deckt minimal ab. Wir haben aber, ja, von, also Aufhellung nein, einfach nein. Finde ich nicht. Ich baue den hier auch noch mal ein bisschen weiter nach unten hin auf. Da habe ich ja halt so ein bisschen Schatten. Aber das ist es auch schon, ne? Mit der Kraft bekommst du einfach nicht damit. Den benutze ich wirklich, wenn ich irgendwelche ganz, ganz leichten Geschichten nur brauche. Oder im Alltag, wenn ich gar keine Foundation trage. Da ist der auf jeden Fall angebracht bei mir. Alles andere funktioniert einfach nicht. Als nächstes habe ich hier ein Creme-Produkt und zwar ein Blush. Der Natural Blush, gesunder Teint, seidiges Finish und Feuchtigkeit. Das ist dieses Produkt mit Hyaluronsäure. Ich bin da gerade extra nochmal reingegangen, um zu gucken, ob der wirklich ein Creme-Blush ist. Der hat sogar einen Spiegel mit dabei, was ich cool finde. Und ja, es ist ein Creme-Produkt. Bin ich gespannt, ne? Wobei das sehr, sehr dezent rüberkommt. Doch, komm, das probieren wir jetzt mal aus. Ich nehme dafür immer so gerne so einen Stippling-Brush und gehe dann einfach in das Produkt rein mit dem Pinsel. Habe dann ein bisschen was auch auf den Härchen. Ich versuche es jetzt erstmal direkt, weil ich glaube, oh, ja doch, die Pigmentierung ist jetzt nicht so mega ultra, weil ich habe sowieso keinen Bronzer. Hier bei den Judith Williams Produkten heißt, wir müssen ein Simply Blush Look kreieren. Dann darf der Blush auch ein bisschen intensiver sein. Ist wahrscheinlich für, ja, ich werde ja auch nicht jünger, Leute, ne? Für etwas reifere Haut ist es schöner, wenn man Cremeprodukte verwendet, weil die halt dann auch irgendwie so natürlicher sind, weil die freundlicher zur Haut sind und vielleicht auch noch eine Pflegewirkung mit dabei haben. Ja, auch über die Nase, das ist niedlich. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich hier mit dem Blush auch die Foundation abtrage, wenn ich ehrlich sein darf. So kann man es lassen. Sieht ganz niedlich aus. Ist ganz hübsch und ist auch ein Produkt, was man jetzt im Frühling ganz gut verwenden kann. Und wirkt sehr hochwertig von der Verpackung, mag ich gerne leiden. Highlighting Drops, jugendlicher Glow, Weichzeichner-Effekt und Feuchtigkeit. Das sind interessante Geschichten, die ein Highlighter verspricht, oder? Und das soll mit Hyaluronsäure sein. Kommt in so einer Pipettenflasche, was ich cool finde. Man kann das theoretisch auch im ganzen Gesicht auftragen, steht hier drauf. Aber ich mache das jetzt mal nur punktuell auf die Stellen, wo ich es drauf haben will. Hui, das ist super flüssig. Muss man ein bisschen aufpassen, aber ich möchte das hier so haben. Und hier. Nase, da. Ob das reicht? Mal gucken. Ich glaube, mit dem Finger funktioniert es wirklich ganz gut, das einzuarbeiten. Sei denn, man hat zu viel auf die Nasenspitze gepackt, dann funktioniert es natürlich nicht so gut. Da, wo ich es haben will, ist es mir zu wenig. Und da, wo ich es dezent haben will, ist es mir zu viel. Also auf der Nasenspitze ist mir zu viel, da ist mir zu viel, da ist mir zu wenig, da ist mir zu wenig, da ist mir zu wenig. Aufbauen. Mein Problem ist, dass ich ja gleich noch Puder drüber gebe. Und dann wird der Effekt ja abgeschwächt. Ne? Deswegen muss der Highlighter schon derbe sein. Ich mag Highlighter. Ja, ist okay.
Aber da habe ich tatsächlich bessere Flüssig-Highlighter. Das ist tatsächlich eher etwas, was man sich in die Foundation mit reinmischen sollte, ne? Weil der sehr, sehr dezent ist, dieser Glow. Ja, ist aber okay, weil so habe ich wieder ein bisschen Leben im Gesicht, ne? Ist okay. Aber irgendwie mein Blush ist jetzt verschwunden, gefühlt. Meine Foundation ist verschwunden. Irgendwie ist es gerade ein kleiner Fail hier. Das Problem ist, dass der Stippling Brush wirklich die Foundation abträgt und dass sich das Ganze gerade nicht wirklich miteinander verträgt. Ich muss das Kram jetzt erstmal setten, dann sehen wir weiter. Und einen Schluck Kaffee, das muss auch sein. Mattifying Powder. Nicht unbedingt das, was ich brauche. Mattierend Hautperfektion und Feuchtigkeit. Ich frage mich immer, wie zur Hölle soll das funktionieren, dass du sowohl Feuchtigkeit spenden bist, liebes Produkt, als auch mattierend. Das ist mit Hyaluronsäure, vielleicht ist das der Schlüssel des Ganzen. Und so schaut das Puder aus. Habe ich das in einer bestimmten Farbe oder gab es nur die Farbe? Weiß ich nicht. Du hast hier drunter auch so ein Puffelschwämmchen. Das benutze ich aber nicht so gerne. Und einen großen Spiegel, was ich schön finde. So, ich habe mir auch einen Pinsel dafür mitbestellt. Das ist dieser hier, auch wieder so ein zweiseitiger Pinsel. Es ist praktisch, wenn du halt das so doppelt mit drin hast, ne? Das ist für Puder und Highlighter. Aber den Flüssig-Highlighter hätte ich jetzt nicht mit dem Pinsel aufgetragen. Jo, so schaut der Pinsel aus. Verliert hier schon ein Haar. Und der ist hübsch. Und das ist der Highlighter-Pinsel. Weiß nicht, hätte ich damit den Highlighter besser auftragen können? Wahrscheinlich. Fail, Claudi. Okay, ja, das Puder mache ich mir jetzt einfach mal drüber. Okay, auch das Puder hat eine Farbe. Also eine Deckkraft auch im Gesicht, ne? Ja, mit Puder sieht das Ganze schon mal viel, viel ruhiger aus. Hier haben wir die abgepuderte Seite. Gefällt mir deutlich besser. Und hier haben wir halt die noch nicht gepuderte Seite. Der Pinsel ist ziemlich festgebunden. Das finde ich für einen Puderpinsel interessant. Okay, das Puder hat jetzt nochmal die notwendige Deckkraft gegeben, damit mein Gesicht auch einigermaßen ruhig aussieht. Das heißt, man sollte auf gar keinen Fall die verschiedenen Texturen, die ich jetzt darunter gegeben habe, einzeln verwenden, ohne sie nachher abzupudern, weil das passt ja wirklich gut zusammen. Das finde ich sehr harmonisch, das sieht sehr natürlich und sehr, sehr angenehm aus. Mir fehlt aber wirklich ein Bronzer. Ich bin ja eigentlich ein Fan von Bronzer, verwende ich jetzt aber nicht. Ja, das Ergebnis gefällt mir gut und das ist auch wirklich Hautton anpassend, denn ich finde, ja, es gibt einen Unterschied zwischen meinem sehr, 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 sehr hellen Hals, aber es ist nicht so intensiv, so furchtbar. Ich finde, dass mein Gesicht sehr harmonisch und sehr gut aussieht. Meine Nase glänzt ein bisschen krass vor sich hin. Kriegst du auch nicht mehr abgepudert. Ja, aber nee, mir gefällt das wirklich gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich hatte gerade so ein Struggle, Leute. Ich hatte ein bisschen Panik, dass das Ganze hier gerade vollkommen in die Hose geht. Aber dieses Puder hat es jetzt gerade echt nochmal gerettet. Das gefällt mir. Das mattierende Finish von dem Puder ist Geschmackssache. Ich persönlich mag es lieber, wenn ich glowy Skin habe. Hier an den Stellen, wo ich den Highlighter aufgetragen habe, kommt er auch noch ein bisschen durch. Aber halt wirklich super dezent. Genauso auch das Blush, was eben wirklich geleuchtet hat, ist sehr dezent. Man sollte dann vielleicht, wenn man die Sachen darunter aufgibt, bedenken, dass das Puder nochmal eine richtig krasse Deckkraft hat und die Sachen wirklich stärker drunter aufgeben. Aber dann hat man so ein merkwürdiges Gefühl, wenn man so extrem Blush und extrem Highlighter hat. Weiß nicht. Gut, aber das hat mir auf jeden Fall gefallen. Auch der Pinsel ist cool, ne? Ist ein bisschen fester, wie gesagt, aber finde ich ganz nice. Und das nächste Mal muss ich auf jeden Fall dran denken, mit diesem Pinsel den Highlighter aufzutragen. Kommen wir zu Augenbrauen. Da habe ich nämlich auch einen schönen Stift gefunden. Da konnte man aber, glaube ich, die Farbe aussuchen. Das ist der Defining Eyebrow Pencil für Definition, Verdichtung und Haltbarkeit mit Vitamin E. Sieht sehr, sehr fancy aus. Meine Herren. Also diese Kappe mit diesem Bürstchen, sehr fancy. Ich stehe übrigens auf Stifte und ich stehe drauf, wenn die so Spoolies mit drauf haben. Das ist so kegelförmig. Normalerweise hast du bei diesen Augenbrauenprodukten ja immer starre, normale Bürstchen. Und das ist hier der Pin, der Stift. Oh, relativ hart. Mal gucken, ob sich das auch noch verweicht. So schaut er aus. Ja, mal gucken. Mal schauen. Ist doch recht cremig. Aber nicht zu cremig. Der Farbton ist nicht irgendwie rötlich oder so, der ist schön aschig. Das könnte meine komplett identische Farbe sein. Wow!
Geilomat. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Hammer. Mir gefällt diese Augenbraue. Das sieht aus, als hätte ich quasi nichts gemacht. Als wäre das meine natürlich gewachsene Augenbraue, nur halt perfektioniert. Geil. Das ist das Ergebnis, was ich eigentlich immer haben will. Yay. Und hier haben wir jetzt einmal beide gemacht und das gefällt mir. Ich finde das schön, es passt einfach, ne? Es ist alles sehr harmonisch, sehr natürlich. Das finde ich klasse. Juti, auf jeden Fall ein Augenbrauenstift, den ich wärmstens empfehlen kann. Ich schreibe euch die Farben und so weiter hierhin oder in die Infobox. Ich weiß noch nicht, wie ich das dann gebacken kriege, aber finde ich klasse. Ich finde es auch sehr, sehr interessant, dass du halt bei den jeweiligen Produkten Hyaluronsäure, Vitamin E oder mit dabei hast. Das heißt, die Produkte sind ja nicht nur Schminke, sie sind halt auch irgendwie ein Stück weit Pflege. Gefällt mir. Sehr witzig, wir haben einen Eyelid Primer. Eyelid Fix and Primer für Haltbarkeit, Farbkraft und Pflege. Das Problem ist, wir haben keinen Lidschatten. Also jedenfalls nicht von Judith Williams. Collagenier. Also mit Kollagen dann wahrscheinlich. Und ich mag ja diese Schimmer-Primer für die Augen, ne? Mag ich richtig gerne. Der ist sehr flüssig, was ich mag. Jetzt nehme ich mir wieder hier diesen Pinsel, womit ich Color Correcting gemacht habe. Ich verteile das normalerweise am liebsten mit meinen Fingern, aber irgendwie jetzt gerade nicht. Lässt sich aber wirklich schön mit dem Pinsel verteilen. Das muss ich auch sagen. Der deckt jetzt nicht wirklich irgendwas ab, ne? Aber der macht einen Schimmer auf die Augen drauf. Und was ich jetzt drüber geben werde, ist einfach das Puder. Dafür nehme ich einfach hier die Highlighter-Seite und tupfe das einfach drüber. Ich meine, so ein Eyelid-Primer macht halt auch, dass deine Augen nicht wirklich so ölig werden. Deswegen kann man den auch solo tragen. Dennoch kommt so ein kleiner Schein auch auf meinen Augen durch, was ganz niedlich aussieht. Das mag ich. Gut. Ja. War jetzt gerade sinnbefreit, aber ich habe es auch ausgetestet, weil ich es halt da habe, ne? Ja. Keine Ahnung, warum da keine... Doch, da waren Monolidschatten, aber ich habe keinen Bock auf Monolidschatten. Ich mag keine Monolidschatten. Ja. Als nächstes habe ich einen Eyeliner. Und zwar ist das der Easy and Precise Eyeliner. Präzision, langanhaltend und super black. Das ist dieser hier. Und da bin ich sehr gespannt drauf, denn auch der soll Pflege enthalten. Da steht einfach nur Pflege drauf. Ja, der ist super präzise. Wow. Hat keinen großen Duft. Das finde ich angenehm, weil, ne, das heißt auch kein Alkohol. Und solche Linien kann man damit zeichnen. Ja, das sieht schon mal vielversprechend aus. Die Spitze ist relativ flexibel, aber wir machen das jetzt mal. Boah, du kommst richtig geil in den Innenwinkel rein, was ich total begrüße. Kann man auf jeden Fall machen. Das ist super, super fein und seht ihr gleich von Namen, wenn ich gleich auch die Mascara auftrage. Kann man auf jeden Fall schön mitarbeiten. Aber ich mache jetzt erstmal das nächste Auge, um mir da noch ein bisschen mehr ein Bild von zu machen. Aber es hat auf jeden Fall was. Ich finde es irgendwie cool. Die anfängliche Euphorie lässt gerade ein bisschen nach, weil die Spitze irgendwie austrocknet, während ich das auftrage, was super anstrengend ist. Da musst du halt ein paar Mal öfter drüber und das finde ich doof. Gerade wenn man hier hinten einen präzisen Abschluss finden möchte, auch bekannt als Wing, muss man das halt immer doll drücken, beziehungsweise die Seiten so aufdrücken. Das machst du ja nicht am Auge. Das macht ja keinen Sinn, wenn du so fein arbeiten möchtest. Dann macht man das an der Hand, versaut sich die Hand. Dann labert man, in der Zeit trocknet das schon wieder. Ach, es will nicht präzise werden. Das ärgert mich gerade tierisch. Schwieriges Produkt, tatsächlich. Muss länger getestet werden. Aber jetzt so in der zweiten Hälfte meines ersten Eindrucks hat er nicht so gut funktioniert. Beim ersten Auge war es gut, da war es nicht so gut. Mascara. Ja, wichtiges Produkt. Da habe ich die Genius Mascara Midnight Black für Länge und Volumen. Das ist ja etwas, was wir immer mal wieder gerne erreichen wollen. Und die hat Arganöl drin. Arganöl ist sehr, sehr pflegend für die Haare. Verwende ich auch tatsächlich in den Haaren. Vielversprechend, ne? Wenn du deine Wimpern nicht nur schminkst, sondern sie auch gleichzeitig pflegst, kann man auf jeden Fall machen. Das Bürstchen schaut sehr simpel und sehr öde aus. Oh, das riecht aber angenehm nach Arganöl. Mhm. Gucken wir mal. Super, beim Öffnen habe ich mir erstmal hier meinen Nagellack abgenudelt. Ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Leute, die Mascara macht wirklich Volumen und Länge und sieht
mega schön aus. Die gefällt mir. Die ist echt genius. Und wenn die dann auch noch Pflegewirkung mit dabei hat, Leute, Hammer, oder? Finde ich krass. Und das ist jetzt, das sind drei Schichten und ich finde, dass es nicht wirklich verklebt ist oder so. Es ist einfach schön. Es gefällt mir richtig gut. Ein bisschen hatte sie gebröckelt. Ich habe erst am Anfang gedacht, so, oh, nicht, dass sie zu feucht ist und jetzt irgendwie so eine spritzige Mascara ist. Nee, das war nur einfach am Anfang ein bisschen viel Produkt auf dem Bürstchen. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Die kann ich auch wärmstens empfehlen. Auf jeden Fall eins der Top-Produkte aus diesem Video, muss ich sagen. Zu guter Letzt kommen wir nun zu den Lippenprodukten. Da habe ich einmal hier den Lip Liner, Stay Lip Liner Präzision, Haltbarkeit und Feuchtigkeit mit Shea Butter. Das ist dieser hier in so einem schönen Nude. Das ist einer, den du so einfach hochdrehen kannst. Super cremig. Okay, dadurch, dass er auch so cremig ist, nutzt er sich super schnell ab. Da muss man wirklich aufpassen. Aber es ist ein richtig schönes Nude, das ist so My Lips but Better und gefällt mir auf jeden Fall und passt auch sehr, sehr gut jetzt halt zu dem Look, ne? Weil wir haben einen sehr natürlichen, sehr dezenten und zurückhaltenden Look, da passt das. Und das letzte Produkt, was wir jetzt in diesem Video testen, ist der Boost Lipstick für Intensität, Fülle und Pflege mit Hyaluronsäure. Das ist dieser hier, die Verpackung, ja, ne? Passt halt zu den ganzen anderen Verpackungen, dieses Weiß. Ich habe den in der Farbe 466 und der dürfte jetzt auch ziemlich gut dann zum Lip Liner passen. So schaut der aus. Das ist halt ein ganz normaler, cremiger Lippenstift. Und den gebe ich mir jetzt einfach mal drüber. Riecht auch sehr angenehm. Der gefällt mir. Das sieht echt schön aus. Das ist sehr dezent und halt einfach, wenn man jetzt theoretisch entweder einen komplett dezenten Look haben möchte oder wenn man ein krasses Augen-Make-up hat, passt das sehr, sehr gut. Und der macht halt auch sehr weiße Zähne, was ich auch gerne mag. Ja, das ist auf jeden Fall der fertige Look mit den Judith Williams Produkten. Manche haben mich echt positiv überrascht, wo ich wirklich sagen muss, die kann ich euch empfehlen. Manche waren eher so Flop-Produkte. Fazit zu dem ganzen Full Face, ich habe drei neue Produkte gefunden, die ich richtig gerne mag. Das ist einmal dieses Puder, das ist der Augenbrauenstift und die Mascara. Das sind auf jeden Fall die drei Top-Produkte, die jetzt hier aus dem Video hervorgehen. Alle anderen müssen entweder noch mal ein bisschen intensiver getestet werden oder sind halt nicht so gut bei mir jetzt angekommen. Aber das habt ihr im Laufe des Videos gesehen und ja, ich bin zufrieden, ich fühle mich wohl und es ist natürlich, aber es ist irgendwie strahlend. Ich mag's. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!